Schon mal hallo zu Escapeness 2, so. Aloha zu Escapeness 2. Eieiei. Na, es wird Zeit, es wird sich gewünscht, wir sind wieder da. Wir gucken gerade noch mal, wie es funktioniert. Zweite Gefängnis ist ein Zug. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Ich springe einfach vom Zug runter. Eigentlich ja, ne? Ja, ich mach Fenster auf und springe raus. So. Ja, das Intro läuft noch mit dem Zug. Da zeigt uns jetzt den Zug. Wir müssen ausbrechen, bevor der Zug sein Ziel erreicht. Wie machen wir das am besten? Wir klauen die Lok. Ja, es läuft das Video noch. Ach, ich mach mal überspringen hier. Das ist ein Video. So, überspringen. Dann muss ich den David einladen. Wie ging das nochmal? Ich glaube, ich hatte noch kein Video gesehen. Spielmodus privat. Jetzt kann ich David einladen. Ich bin der Met-Server. Oh, was warten wir noch eben auf David? Da geht ja die Zelle neben mir. Ja, mangelt es an Disziplin. Sagt der Wächter da oben. Ah. Oh, bei mir bist du außerhalb vom Zug. Ah, jetzt bist du drin. Cool. Okay, da sind wir. Wir sind... Was? Ich hab nichts zu suchen. Wir müssen wahrscheinlich noch schlafen. Alter, wieso haut er mich jetzt? Warum? Alter, ich war doch in meiner Zelle. Was will der von mir jetzt? Der haut mich auch. Warum haut er mich? Alter, das verstehe ich jetzt aber auch gerade nicht. Wir sind doch in unserer Zelle gewesen. Das Pferd kann nicht mehr als eine Person tragen. Wow, deswegen können wir nicht abbauen. Wow, ernsthaft? Wow. Jetzt hat der Typ mich da sogar in mein Ding reingelegt, ne? In mein Bett. Ich bin niedergeknüppelt worden. Ja, ich auch. Obwohl ich in meiner Zelle war. Ist das jetzt der Ernst? Wenn ich jetzt im Singleplayer gespielt hätte, hätte ich jetzt einfach aufs Pferd springen und abhauen können. Jetzt schon. Wow. Du liegst irgendwie außerhalb deiner Zelle. Wow. Also ich lieg bei mir direkt im Bett. Aber wahrscheinlich dürfen wir nicht aus unserer Zelle raus. Ausbruchstipp, loser Dienstwagen, Mehrspielertipp. Also hör zu, wenn du ein Brecheisen beschaffst und den Wagen am westlichen Ende gehst. Wir brauchen also eine Brechstange, also ein Brecheisen. Okay. Dann können wir den. Aha, wir dürfen nicht raus aus unserer Zelle. Die Wachen dürfen uns nicht sehen. Ah. Du verstehst? Wir dürfen nicht raus. Wow. Entkommen. Ja, geht aber nicht, weil wir halt. Oh, da kommt eine Wache. Im Multiplayer spielen. Kommt eine Wache. Scheiße, echt? Ja, hier. Pferd kann nicht mehr als eine Person tragen. Dann ist eine Tippel eine Raum machen. Drei Brecheisen sollten in Verbindung sein. Wir brauchen drei Stück. Hier ist nichts. Da, Waffe, der ist draußen noch. Ich kann mal Gegenstände runterspülen. Nein! Oh nein, ich muss da weg. Das war eine Brechstange in dem Pult drin. Anfang, wenn ihr kommt. Hammer, ein Schlagstock ist hier drin. Oh nein. Hau ihn. Komm her. Hau ihn. Hab ihn. Ah, oh, okay. Hast du Brechstange? Wir haben nur eine. Müssen wir irgendwo verstecken. Voll einer auf dem Deckel, Alter. Oh, verdammt, daneben. Aua. Boah, der hat mich ja mit einem Schlag fast weggehittet hier. Dein Erste-Hilfe-Kit. Das ist schon mal gut. Holt hier oben hattest du ja durchsucht, ne? Ja, da war ja. Ich hab noch eine Eisenstange. Ja, eine Brecheisen können wir ja nicht craften. Nee, wir können glaube ich nichts craften hier, ne? Nee, wir sind ja nur zwei Pulte. Mal gucken, wie wir hier überhaupt ausbüchsen. Wir müssen mal gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht hier, was hier noch so ist. Oh, da sind auch noch Zellen. Einzelhaft. Oh, da kommt eine Wache. Oh, den krissert. Au! Oh nein! Ich heile mich eben. Der Chris ist voll krass, Alter.
Oh, oh Gott. Jetzt hat er uns beide kaputt gemacht. Er hat auch nur einen Schraubenzieher und Energy Drink. Ah. Oh toll, jetzt ist immer so meine Sachen natürlich weg. Ah, geht das schon wieder los. Da werden müssen die Brecheisen einfach im Pult lassen. Die haben alle nix. Die haben einen Hammer und eine Eisenstange. Ah. Da kommt schon wieder einer. Ich werde mal eine neue Brechstange finden. Ja, die übrige Zeit, wenn die abläuft, sind wir angekommen, dann haben wir verschissen. Boah, ich habe den Wachmann mitgenommen. Hast du den Wachmann mitgenommen? Ja, ich habe den aufgenommen. Ach cool, dann müssen wir die irgendwo verstecken oder so. Oh Gott, da kommen zwei, da kommen zwei. Jetzt hat er den einen wieder mitgenommen. Da kommt der Sanitäter, ich weiß nicht, wo ich den hin tun soll. Oh nein, ich hab auf die Karte gedrückt. Oh Mann. Oh Mann, da sind meine Sachen weg. David, wir kommen hier nicht raus. Wir müssen irgendwie nach vorne kommen, aber wie? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen warten, bis mal ein Wachmann hinten ist oder so. Oder zwei. Ich weiß ja nicht, wie viele Wachmänner da sind. Hier läuft ja immer einer rum. Einer hinten, einer läuft bei uns immer rum und einer hustet sich die Seele aus dem Leib. Ja, was? Wusste ich es doch nicht schlimm. Was passiert? Ah, ah. Geht er sich um? Oh nein, 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 oh nein. Oh. Oh. Versteck mich im Schrank. Ja, das kannst du auch machen. Ja, ha, 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 ha. Komm. Oh nein, da kommt wieder einer. Bist du schon weiter vorne? Ich bin noch da. Du weggegangen. Oh, Rechtstange. Ja, vor oben ist noch eine Eisenstange und so drin, wenn du was brauchst bei mir. Ja, nein. Pussy ist da bei dir, pass auf. Ich bin da noch. Sehr schön. Oh, hier sind drei Erste-Hilfe-Kits drin. Vielleicht Stange wäre besser. Ah, oh, hier vorne ist auch. Oh, da ist auch eine Wache. Krieg ich die noch auf? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, der kommt, hau ab! Zweite Brechstange. Eine Brechstange. Noch. Ja, toll, die eine haben wir ja schon verloren. Du musst ja dann noch irgendwie nach vorne. Ja, ganz vorne ist noch was. Oh, hier ist ein Plastikmesser drin, eine tote Ratte und sowas. Oh nein, der kommt hier rein. Hau ihn kaputt. Oh. Au, warum ich? Ah ja, David hat mich niedergeknüppelt. Oh, ja, es ist nicht schlimm. Hau ab, pass auf, hau ab. Such die Waffe, such die dritte Waffe, hau ab. Oh, der hat mich niedergeknüppelt. Ah, ah, ich fühl mich nicht gut. Ich sehe Sternchen. Das ist viel schlimmer. Leiterplatte, Holz. Oh, ich kann nach oben aufs Dach. Können wir denn aufs Dach? Du kannst hier hinten aufs Dach und da kannst du auch runterspringen. Da kannst du auch entkommen. Wow. Da können wir auch entkommen? Ja. Dann versuche ich mich irgendwie zu dir durchzuschlagen. Ja, aber nur alleine. Ach, wieder nur alleine. Ja. Oh nein, hier brauchen wir zwei Scheiben. Dreck. Ich komme. Ich versuche. Muss nur warten, bis die eine Tussi da wieder. Aber wir sind auf. Ich bin auf jeden Fall schon jetzt ganz am Anfang. Ich komme. Ich warte. Die Tussi steht da nur rum. Die bewegt sich nicht. Die Schlampe. ist das der Olli? Ne, ist der Chrisat. Ich dachte doch, Chrisat ist eine Schlampe.
So, jetzt geht's in den Wachraum. Die arme Krissatsau. Okay, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt noch den Typen hier vorne hinterher. Das ist der Wachmann Wut. Clint Eastwood. Und der eine sitzt hier in der Küche. Bin ich schon bei dir? Gleich, einen noch weiter. Da musst du jetzt gleich runter und hier unten offen halten. Oh, nein, der hat mich... Oh. Du fliegst nieder. Nein. Nein. Oh, das schaffe ich nicht. Oh, die Team. Oh. Oh, sehr schön. Wir müssen sie hier offen halten. Hier, komm. Hier müssen wir offen halten. Ich guck gerade wie. Oh, geh rein, geh rein. Geht noch nicht. So, irgendwie reingehen. Oh. So, jetzt guck in den Pult rein. Ein Baseballschläger und eine Brechstange. Ja geil, dann haben wir drei Brechstangen. Wir nehmen die Brechstange mit und gucken, ob wir da oben mal auf den roten Knopf, was da passiert, da oben. Oben. Jetzt komm raus. Runter, komm raus. Schau mir ja nicht, ich muss ja aufhalten wieder. Okay, dann komm runter. So. Okay. Hier müssen wir hier. Bis wir warten, bis er wieder weg ist. Da kommt aber nachher die Wache von an. Ja, die von der anderen Seite kommt noch. Müsst ihr gleich dran vorbei huschen. Jetzt. Achtung, da kommt die Wache. Gehst du in den Schrank? Dann gehe ich, nach oben. Sag mir Bescheid, genau, wenn der weg ist. Ja, mach ich. Geht ihr vorbei? Geht ihr am Schrank vorbei? Okay. Muss ich kommen? Kannst du da kommen? Muss ja nur gucken, warte, wie wir da vorne gleich durchkommen. Weil da ist nämlich auch eine Wache. Da muss er gleich gerade rüber rennen, wenn der hier rauskommt. Der kommt, glaube ich, nicht raus, der geht, glaube ich, oder? Er ist jetzt in der Speisekammer, da hätten wir vorbei rennen können. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist es zu spät. Okay, gut, das wusste ich. Ah, doch, jetzt ist er nochmal angehalten. Oh. Okay. Komm nach. Oh. Jetzt ist aber noch Marshall da. Verdammt, es ist Krissert wieder hier in seinem. Das ist Wir haben nur die Hälfte der Zeit. Ja. Krissert, geh in deine Kammer. Geh! Geh! Jetzt bin ich bei. Okay. Oh oh. Geht er in die Kammer, jawohl. Also jetzt sind wir bei den Einsatzzentren, da muss ja auch passen. Da läuft auch gleich noch eine Wache rum, ne? Ja. Wir dann schnell in unsere Kämmerchen rein. Oh, da der kommt. Oh, oh. Komm mal hier rein bei mir. Das kannst du gleich vorbeihuschen. Das schaffe ich nicht mehr. Ich gehe gleich erstmal in meine Zelle rein. Okay, ich habe einmal meine Sprechstange schon benutzt. Oh nein, der kommt. Ja, ich gehe einmal kurz in meine Zelle rein und dann komme ich gleich nach. Wenn er vorbei ist. Oh. Din, 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 din. Oh, und? Ah.
So, auf, den Waggon müssen wir abkoppeln. Ja, den hintersten. Aber natürlich müssen wir dann da draufstehen, ne? Oh. Au. Ist egal. Geht nicht. Noch ein Brecheisen. Wuhu! Das ging aber jetzt schnell. Wir sind frei. War das schon eine Folge? Nö, reicht nicht. Wir sind nur 15 Minuten gewesen. Nur 15 Minuten? Okay, eine Folge. Genau eine Folge. Oh yeah! 2 K.O.s. War es ein F? Wir haben zu lange gebraucht. Weiß ich nicht. Ist das nicht. Ist F nicht gut oder so? Ne, F ist nur 6. Keine Ahnung, na gut. Weiß ich nicht. Wow. Allein ist klar, einfach nur zum Pferd rennen, rausspringen, fertig. Eine Minute. Oh Mann, ja, okay. Gut. Dann wird diese Folge jetzt zu Ende. Dann geht jetzt die nächste Folge los.